Zwangsimpfungen in Deutschland? Können Sie sich nicht vorstellen? Ich eigentlich auch nicht. Aber wenn Sie Interesse haben, bleiben Sie dran. Wie ich ja vor kurzem berichtet habe, gibt es jetzt die Impfung durch die Hintertür. Ist ja noch kein Zwang, nicht, steht zumindest nicht im Gesetz drin. Aber trotzdem gibt es für Geimpfte Vorteile, die Nicht-Geimpfte dann nicht wahrnehmen können. Es gibt für Genesene, mir konnte zwar bis dato noch keiner erklären, wie man einen Genesenen irgendwie kennzeichnet. Also bei Impfungen haben sie ja ihren gelben Impfausweis noch. Irgendwann bekommen sie einen EU-weiten digitalisierten. Wie Genesene mit einem Zettel rumlaufen, weiß ich nicht, konnte mir noch keiner beantworten. Aber jetzt hat man ja gestern Donnerstag eine Debatte im Bundestag. Da ging es ja auch wieder um die Impfung und dann hat ein SPD-Kollege Folgendes gesagt. Gucken Sie es einer bitte an. Ich finde, es muss auch einen Anreiz geben, sich impfen zu lassen. Denn ich glaube, dass wir in wenigen Wochen schon nicht mehr das Problem haben werden, zu wenig Impfstoff zu haben, sondern ich fürchte, es wird das Problem geben, dass es zu wenig Bürger gibt, die sich impfen lassen wollen. Und das kann es dann auch nicht sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Habe ich das richtig verstanden? Er sagte, irgendwann werden wir genug Impfstoff haben, aber zu wenige, die sich freiwillig impfen lassen. Und das kann auch nicht sein. Also wenn ich eine solche Aussage treffen würde, dann gehe ich ja davon aus, dass mir irgendwann die Freiwilligen ausgehen und dann der Zwang kommt. Oder, weil Zwang oder Impfpflicht soll es ja nie geben in Deutschland angeblich, bekommen die dann mehr Repressionen zu erfahren? Werden dann die Leute, die sich nicht freiwillig impfen, eingesperrt? Oder was macht man mit den Leuten? Das wäre eigentlich schon sehr interessant zu erfahren, aber leider gibt es ja noch keine Aussagen. Aber wenn man die ganzen Theorien des letzten Jahres anguckt, wenn man hört, naja, Masken bringen nichts, seit fast einem Jahr laufen wir jetzt mit Masken rum. Spahn hat irgendwann im Sommer mal gesagt, ja, mit dem Wissen von heute würden wir niemals mehr Geschäfte schließen. Die Geschäfte sind seit November geschlossen. Ich habe zwei schulpflichtige Kinder, die gehen nur noch sporadisch in die Schule. Ich glaube, auf die letzten 15 Monate haben sie vermutlich nicht 30 Schultage zusammengebracht. Also, wie weit werden die noch gehen? Wie weit lassen sie es auf uns zukommen? Also, ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt. Das ist zwar eigentlich nicht mein Hauptthema. Mein Hauptthema sind meine Landwirte, die mir sehr am Herzen liegen. Aber das Thema ist, glaube ich, für alle sehr interessant, was mit der Corona-Sache noch weitergeht. Also ich bleibe auf alle Fälle für Sie am Ball. Folgen Sie mir weiter. Wenn Ihnen meine Sachen gefallen, klicken Sie auf Gefällt mir. Vielleicht abonnieren Sie auch meinen Kanal. Bleiben Sie mir treu. Ich wünsche Ihnen was. Bis zum nächsten Mal. Danke und habe die Ehre. Euer Stefan.